Hallo und willkommen zu einzigen Kochshow mit realistischen Maßstäben, der Show, in welcher wir heute, wie beim letzten Mal angekündigt, Burger machen werden. Allerdings nicht nur irgendwelche regulären Burger, sondern drei verschiedene, mit drei verschiedenen Belegen. Ich nenne sie die... Wie nenne ich sie? Es wird einer mit regulärem Fleisch, einer mit Fisch und einer mit Gemüse. Das heißt für jedes was dabei, sogar für die seltsamen Kinder von dem Mann, die niemand essen will und die niemand zum Essen einladen will. Auf jeden Fall beginnen wir damit, dass wir nicht nur eine Zwiebel schneiden, sondern gleichzeitig auch noch herausfinden müssen, was dieses kleine Wunderwerk ist. Denn ich habe mir die Teile gekauft und bin davon ausgegangen, dass es sich dabei um Knoblauch handelt. Und wie ihr seht, ist es kein Knoblauch. Was ist das? Das sieht aus wie eine kleine Zwiebel. Ich bin sehr verwirrt. Okay, ich denke, wir machen uns an der Stelle nichts vor. Ich sage, wir schneiden es einfach mal auf und... Ist das Knoblauch? Es riecht wie Knoblauch. Aber Knoblauch hat doch verschiedene Zähne. Ja, wie schneide ich den am besten? Okay, vom Geruch und von meinen klebrigen Fingern, um den ganzen nach zu urteilen, würde ich sagen, es handelt sich definitiv um Knoblauch. Allerdings bin ich sehr verwirrt, dass es nicht einfach verschiedene Knollen sind, sondern eine einzige, relativ große Knolle. Ich glaube, wir haben einige Dinge falsch gemacht soweit. Das ist ziemlich okay. Als nächstes schneiden wir viel zu viele Zwiebeln, denn wenn wir uns erinnern, mache ich drei verschiedene Burger und einer davon soll ein Gemüseburger sein. Dementsprechend habe ich das Gefühl, wir werden so einige Zwiebeln brauchen. Also pass auf, ich habe mich an meine Ausbildung der, was auch immer, wievielten Klasse in der Schule zurückerinnert. Und man schneidet Zwiebeln folgendermaßen. Man schneidet hier so ein bisschen rein überall, dann in der Mitte hier durch und dann macht man die kleinen Stückchen, dann bekommt man ganz viele kleine Würfel. Mann, was für ein Talent. Ich stehe gerade vor einer großen Problematik. Ich weiß, dass es mir nicht mehr erlaubt ist. Aber es ist sehr schwer für mich, es nicht zu tun. Fuck! Ich habe viele Fehler gemacht. Schaut euch die Scheiße an. Was ist das? Was ist das? Und denkt dran, immer mit der stumpfen Seite am Brett entlang, was ihr nicht sehen könnt, aber ich muss jetzt die ganze Scheiße hier sauber machen. Ich mache das wie ein Profi mit der Hand. Okay, damit haben wir uns den ganzen üblichen Schwachsinn schon mal fertig geschnitten. Das bedeutet, wir können uns der nächsten Stufe stellen. Ich nenne sie Vorbereitungen Teil 2. Vorbereitung Teil 2 sagt voraus, dass wir unsere drei Brötchen nehmen und schneiden. Da kommt nämlich Zeug rein. Und ich muss doch Soßen vorbereiten. Wusstet ihr, dass ich drei verschiedene Burger machen will? Mit drei verschiedenen Soßen. Ihr dachtet, der lustige Mann mit dem Brotpommes, der kann gar nicht kochen. Und das wird hahaha. Und der dumme Mann, der kann das gar nicht. Aber ihr werdet sehen, dass ich ziemlich begabt bin im sehr gleichmäßigen Schneiden. Und zusätzlich werdet ihr sehen, dass ich sehr begabt darin bin, viele verschiedene kulinarische Delikatessen auf den Tisch zu bringen. Seht ihr das hier? Das ist ein wichtiges Merkmal. Es sorgt dafür, dass ich es auf jeden Fall richtig gelagert habe, soweit. Ich entsorge das eine Brötchen. Okay, ich habe drüber nachgedacht und aus dem einen kaputten Brötchen werden wir so eine Art Big Mac-Situation machen, indem wir einfach noch in der Mitte Brötchen reinpacken. Und das wird ziemlich köstlich. Ich glaube, ich sollte als nächstes anfangen, die ganzen Soßen zu mischen. Ich habe keine Lust, die ganze Scheiße dann zu machen, während alles vor sich hin brodelt. Das sind unsere vier Zutaten, aus denen wir die Soßen machen werden. Wir haben Mayo, Ketchup, Mayo von McDonald's, welche jetzt, wo ich genau drüber nachdenke, wahrscheinlich die falsche ist. Ich wollte die Burger King Soße, das heißt, der weg mit der Scheiße. Und zusätzlich haben wir noch Essiggurken. Das bedeutet, daraus werden wir ein Kunstwerk erschaffen. Ich denke, wir beginnen mit der Soße für den Fischburger. Nein, Moment, für den brauche ich keine spezielle Soße. Nehmt mal einen Zug, das ist sehr frisch geöffnete Mayonnaise. Pass mal auf, ich zeige euch was. Und dann... Oh Gott, das ist ziemlich viel Mayo. Ich glaube, das ist viel zu viel für einen Burger. Auf jeden Fall beginnen wir mit der Soße für den regulären Burger. Und da dachte ich mir, wir machen einen kleinen Hybrid, wir nehmen ein bisschen Mayo. Und dann nehmen wir ein bisschen Ketchup. Fantastisch. Wir nehmen ein bisschen Ketchup. Und zu guter Letzt, es sind sehr anspruchsvolle Soßen, müsst ihr wissen. Seht ihr diesen Farbton? Den hatte ich auch schon in diversen verschiedenen kleinen Internetfilmchen gesehen. Zusätzlich, mein kleiner Geheimtipp, wir nehmen ein bisschen Gurkenwasser und dann... Fuck, das ist viel zu viel! Oh Gott, nein! Und dann schütten wir nichts davon in den Abfluss und... mischen das Ganze. Anschließend haben wir die perfekte Soße für einen regulären Burger. Sie ist zur Hälfte Ketchup, zu zwei Dritteln Mayo und dann noch zum Teil Gurkenwasser. Ich probiere mal. Ich würde sagen, das ist eine Soße. Ja.
Okay, gut. Um mal wieder ein paar ernste Gedanken an den Tag zu legen, stehe ich jetzt vor einer relativ großen Problematik. Die nächste Soße, die ich anmischen möchte, ist nämlich die für meinen vegetarischen Burger. Und die Frage, die ich mir stelle, ist... Was essen Monster? Was essen sie? Ich habe nichts gegen Menschen, die vielleicht Idioten sind. Okay, mir kam gerade eine brillante Idee für die Soße. Nämlich werden wir noch ein bisschen Gemüse dazu packen, indem wir ein kleines Gürkchen schneiden. Und das packe ich dann mit in die Soße rein. Wie würfel ich denn eine Gurke? Ich glaube, ich mache einfach... Ist das richtig? Schneide ich Gurken. Das ist funktioniert, oder? Es ist grünes Gold. Wahrscheinlich sind die Klumpen noch etwas zu groß, um es einfach so mit in die Soße reinzupacken. Aber wisst ihr was? Ich habe den Plan, vegetarischen Burger zu machen. Und ich werde die Welt der Vegetarier revolutionieren. Wenn ihr die Scheiße gesehen habt, werdet ihr euch sagen, ich habe ja keine Ahnung. Ich weiß Bescheid, aber ich ganz offensichtlich falsch. Das ist der Effekt, den ich erzielen möchte beim Essen. Dann kommt noch ein bisschen Ketchup rein. Yeah. Egal, wenn wir schon mal dabei sind, habe ich noch tatsächlich relativ akzeptablen Apfelessig da. Das heißt, wir werden damit noch ein bisschen... Oh nein, das ist auch schon wieder... Oh Gott, das ist viel zu viel! Wir werden das Ganze einfach mal vermischen. Das wird eine ziemlich starke Soße, wisst ihr das? Das wird nicht Mamas erster Burger oder Babys erster Burger. Auch Mamas erster Burger. Das wird für Fortgeschrittene. Kosten wir ein bisschen was davon. Ein bisschen Gurke da dazu. Okay. Okay. Ah. Gut. Ich mag ja Essig dementsprechend. Das ist nicht zu stark für mich oder so. Wahrscheinlich hältst du mich für Mädchen oder so. Nimm es sofort zurück. Als nächstes können wir vielleicht über die Zutaten, die ich mir für meine Burger ausgesucht habe, für den fleischigen Teil und den Freak-Teil, können wir darüber mal reden. Zum einen nehmen wir für den Fischburger einen Fisch. Herzhafter Biergeschmack, 100% Filet. Das ist ja irgendein Bierfilet oder sowas, ich habe keine Ahnung. Für den regulären Burger nehmen wir Tiefkühlfleisch. Das ist alles tiefgekühlt, was ich hier haben werde. Das erfüllt seinen Zweck. Und zu guter Letzt, für unsere vegetarischen Freunde haben wir etwas, das euch sicher euer Herz mit Freude erfüllen wird. Ich habe ein bisschen Rosenkohl für euch vorbereitet. Keine Angst, gute Neuigkeiten. Ich habe gehört, das ist mit extra Blub. Das bedeutet, ihr werdet den Spaß eures... Ich hasse diesen Burger so sehr, wisst ihr das? Ich hasse ihn! Das sind meine Zutaten. Nächster Schritt ist es, die ganze Scheiße in der Pfanne warm zu machen. Also gut, ich würde sagen, um die Grundlage für alle Burger gut abzudecken, packen wir zuerst mal eine kleine Knoblauch- und Zwiebelmischung hier rein. Welche im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, vermutlich zuerst nur aus den Zwiebeln bestehen sollte. Und dann später aus Knoblauch dazu, aber... Das ist okay. Das ist auch schon zu spät dafür. Ich habe mal den Zwiebel wie einen Apfel gebissen. Das würde ich nicht nochmal machen. Wisst ihr, das war ein Problem beim, oder generell viele Dinge in der Pfanne machen immer ist. Ich habe das Gefühl, ich schiebe das Zeug immer nur von A nach B, statt es wirklich tatsächlich zu wenden. Steht ihr? Deswegen bleiben die Zwiebeln eigentlich die ganze Zeit auf der gleichen Seite, wo ich die ganze Zeit hin und her rühre, weil ich weiß nicht, wie man wendet. Ich weiß es nicht. Ich muss das doch wahrscheinlich dann so darüber schieben und dann umdrehen, aber das ist nervig. Ich schieb's einfach immer hin und her und tu so, als ob ich wüsste, was ich mache. Ich habe eine eigene Kochshow, wisst ihr? Kochshow habe ich selbst erfunden. Okay, jetzt stehe ich vor der nächsten Problematik. Und die ist, ich bin mir unsicher, wie ich die Zwiebel da rausbekommen soll. Oh Gott, nein, da ist das Öl. Nein, warte, das ist eine Plastikschale, das sollte ich da nicht... Wie bekomme ich denn jetzt die Zwiebeln da raus? Einfach so und dann hoffe ich einfach mal, dass Plastikschale nicht anfängt zu schmelzen oder so. Das ist ein bisschen ölig, oder? Ich glaube, es wurden viele Fehler gemacht. Ich bekomme noch nicht alle raus. Das sind meine Zwiebeln. Die werden wir später noch für die Burger verwenden. Ich will ehrlich sein. Die Pfanne ist ein bisschen zwiebellastiger, als mir lieb ist. Beginnen wir mit dem Fischfilet. Das wird ein spritziges Erlebnis. Ah! Oh Gott! Meine Kamera war echt teuer. Warum mache ich das? Wir haben jetzt den Punkt erreicht, ab welchen die Zwiebeln wirklich verbrannt riechen. Aber ich weiß nicht, wie ich sie am besten rausbekommen soll. Und wann erkenne ich eigentlich, ob der Fisch soweit durch ist? Es gibt eine kleine Problematik. Und das ist auf der Zubereitungsempfehlung. Steht hinten nur drauf, wie man es im Backofen macht. Die sind gar nicht für die Pfanne. Aber gut. Oh Gott, das ist viel zu braun. Es ist in der Mitte noch eiskalt, das ist... Oh Gott! Es wird doch nichts!
fürchterlich. Ich mach's jetzt damit. Ich komm nicht durch. Oh Gott. Ich meine, vielleicht kann ich so dann die Temperatur besser sich verteilen lassen. Versteht ihr? Ich weiß doch selber nicht, was ich hier mache. Ich weiß doch nicht, wie ihr auf dem Burger funktionieren solltet, ihr kleinen Fuck. Das ist so gefroren in der Mitte. Das ist so verbrannt. Oh Gott, nein. Das läuft vollkommen... Oh, das läuft nicht gut. Ja, komm schon. Komm schon. Nein. Yeah! Dich will ich eigentlich gar nicht. Oh nein, die andere Seite ist noch schlimmer verbrannt. Oh Gott. Das will ich nicht. Wollte nicht, dass es so endet. Gott, das ist so scheiße. Oh Gott! Schau ich die Scheiße an. Das ist vollkommen verbrannt. Weil gerade alles ziemlich gut läuft, machen wir jetzt nicht das Lidl Burger. Oh Gott! Okay, ich glaube, sollte so jetzt fertig sein. Das bedeutet, wir machen jetzt was Gewagtes. Wir machen jetzt was sehr Gewagtes. Nämlich werfe ich Scheibe Käse drauf. Und dann noch eine. Tatsächlich freue ich mich schon darauf, das Ganze zu essen. Also ist nicht alles so schlimm. Versteht ihr? Okay, das ist Nummer 2. Das bedeutet, das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind... Oh Gott, das wird fürchterlich ausgehen. Ist der Rosenkohl. Ich mag Rosenkohl übrigens generell, aber ich glaube, so wie ich ihn aktuell mache, soll man den Kochtopf machen. Oh nein, das fliegt überall hin. Oh nein, die Butter verbrennt. Oh Gott, nein! Oh Gott, ich habe große Angst. Kamera, halt Abstand. Halt dich fern von ihm! Oh mein Gott. Oh nein, warum habe ich ihn einfach in den Topf gemacht? Oh Gott. Hör ich mal an, was sich da überall für Verkopfte gebildet haben. Ich nicht an, der Rosenkohl. Ich hasse ihn so sehr. Also gut, das ist unsere Ausbeute soweit. Wir haben Fleisch, Fisch und Rosenkohl, welche übrigens relativ akzeptabel ist. Das bedeutet, ist okay. Ist tatsächlich unerwartet okay. Wir machen ein bisschen verbrannt vielleicht, aber ansonsten ist das okay. Dementsprechend kommen wir zum finalen Teil des Ganzen heute. Wir werden unsere Burger zusammenbauen. Mein Gott, habe ich lange darauf gewartet. Wir beginnen mit dem vegetarischen Burger, welcher natürlich unsere liebliche gurkenhaltige Soße beinhaltet. Das ist viel zu viel Soße. Machen wir auf beide Seiten ein bisschen was. Wir versuchen mit dem zu beginnen. Wir werden sehen, was uns da erwartet. Ich werde natürlich erst am Ende alle verkosten und euch dann auf dem Laufenden halten. Inwiefern ich meine Lebenszeit verschwendet habe oder nicht. So, dann würde ich sagen, der vegetarische Burger hat sich natürlich auch ein paar meiner lieblichen Zwiebeln verdient. Dann kommen wir jetzt zum bescheuerten Teil. Jetzt kommt der Rosenkohl. Oh Gott, der wird auch nie zusammenhalten. Wenn ich reinbeiße, wird alles rausrollen. Zu guter Letzt nehmen wir noch ein Salatblatt. Und der Eisbergsalat. Und Burger Nummer 1 ist erschaffen. Seht ihn euch an. Burger Nummer 2 wird unsere Fischfilet-Missgestalt. Das bedeutet, als Soße werde ich hierfür einfach... Das ist wahrscheinlich zu viel, oder? Oder? Ich weiß nicht. Wir werden einfach ganz normale Mayo nur nehmen als Soße. Ich denke, das sollte sich relativ gut anbieten dafür, dass man einen Fischburger macht. Also gut, wir machen das und so und... Naja, gut genug. Naja, das sieht doch besser aus. Anschließend ist auch unsere Nummer 2. Der gute alte Fischburger. Soweit fertig. Er wird, glaube ich, ziemlich trocken werden. Zu guter Letzt, das Highlight, der eine Burger tatsächlich gut sein könnte. wir packen noch ein bisschen Zwiebeln dazu. Okay, Nummer 1. Oh, nicht überhaupt das Zeichen. Ich kann es auch gleich direkt in die Hand nehmen. Okay, sehr schön. Dann noch ein kleines Salatblättchen. Dann nehmen wir die mittlere Abdeckung. Außer wenn ich das andersrum hinlegen. Okay, hier gehst du noch drauf. So, dann fehlt uns noch die Abdeckung. Und dieser, shit, der Salat fehlt. Oh nein! Ein bisschen Salat kommt noch drauf. Und damit hätten wir auch diesen, großer Gott, viel zu riesigen Burger, soweit, kann ich den bitte, wenn ich richtig sehen kann, soweit abgeschlossen. Seht euch dieses Monster, oh Gott, nein. Seht euch dieses Monster an, ich kann es nicht richtig halten. Okay, er ist jetzt schon vollkommen deformiert. Ah, oh Gott! Das hat alles nicht so geklappt wie geplant. Wir haben unsere drei Burger. Und ich will sagen... Wir probieren sie einfach mal. Ich beginne mit unserem Rosenkohlmonster. Schmeckt sehr stark nach verbrannten Rosenkohl. Ja, ich habe auch irgendwelche verkrusteten Butterteile im Mund. Das heißt, der ist nicht so gut, war nicht weit überraschend. Versuchen wir den nächsten. Ich würde halt einen Fischburger. Ich nenne ihn Blub Blub Fisch.
Blubblub Fisch schmeckt nach verbrannten Fischfilet. Oh Gott, das Fischfilet schmeckt Fisch. Oh Gott. Oh, der ist der schlechteste bisher. Oh, warum schmeckt das so schrecklich? Und zu guter Letzt, unser ich traue mich nicht, ihn ohne Küchenrolle wirklich anzufassen und zu essen, Burger. Dieses Monster. Oh Gott. Soll ich den essen? Ich kann nicht ganz abbeißen. Okay. Er schmeckt nur nach Käse. Ich hätte keine halbe Packung Käse draufpacken sollen. Okay, fassen wir zusammen. Er schmeckt aus irgendeinem Grund fürchterlich wegen dem verbrannten Fischfilet. Der schmeckt ein bisschen nach verbrannten Rosenkohl, ansonsten nicht so nicht gut. Und er schmeckt nach billigen, ranzigen Scheiblettenkäse. Also es könnte kaum besser sein. Es könnte kaum besser sein. Das war soweit der einzige Koch schon mit realistischen Maßstäben. Beim nächsten Mal machen wir irgendwas, was halt fröhlich macht.